Laminat ist schön, stabil, robust und pflegeleicht. Ein Bodenbelag für alle Fälle. Er kann genau wie Parkett verklebt oder schwimmend verlegt werden. Heimwerker bevorzugen aber aufgrund der Einfachheit die schwimmende Verlegung. Dieses Video zeigt das schwimmende Verlegen von Laminat mit einem Klicksystem. Bevor mit dem Arbeiten begonnen wird, wird der Untergrund, in diesem Fall ein Estrich, auf seine Tragfähigkeit, Feuchtigkeit und Ebenheit hin überprüft. Der erste Schritt beim Verlegen von Laminat ist das Auflegen einer Trittschalldämmung. Kleine Unebenheiten werden dadurch ausgeglichen und der Trittschall bis zu 20 dB reduziert. Wir achten darauf, dass wir die Trittschalldämmung Stoß an Stoß und nicht überlappend verlegen. Um ein Verrutschen der Matten zu verhindern, verkleben wir die Stöße mit Malerkrepp. Bei Raumübergängen wird in der Regel mit Dehnungsfugen gearbeitet. Wir haben uns aber aus ästhetischen Gründen bewusst dagegen entschieden und nehmen das Risiko in Kauf. Die erste Reihe setzen wir daher direkt an den bereits verlegten Laminat im Durchgangsbereich an. Die Paneele am Rand schneiden wir mit einer Tischkreissäge und später auch mit einer Stichsäge zu. Damit sich der Laminat bei unterschiedlichen Temperaturen entsprechend ausdehnen oder zusammenziehen kann, muss ein Wandabstand von mindestens 10 mm eingehalten werden. Wir übertragen daher den Wandverlauf auf das Panel und schneiden dieses sorgfältig zu. Anschließend montieren wir Abstandshalter, um ein Verrutschen der Paneele zu verhindern. Alternativ erfüllen aber auch Holzkeile oder zugeschnittene Holzreste diese Aufgabe. Die Paneele werden von schräg oben auf die bereits verlegten Paneele angesetzt und vorsichtig bis zum Klick abgesenkt. Um die Querseiten miteinander zu verbinden, reicht in diesem Fall einfaches Anheben des zuvor verlegten Panels aus. Funktioniert das nicht, können Sie sich mit Gummihammer und Schlagholz helfen. Bei Belagsübergängen wie von Laminat zu Fliesen muss in jedem Fall eine Dehnungsfuge beachtet werden. Wir haben uns für eine Fliesenanschlussleiste entschieden, die wir nach dem Ablängen und Zuschneiden mit Montagekleber mit dem Untergrund verbinden. Nach Trocknung der Leiste werden die Paneele vorsichtig mit Hammer und Schlagholz in die Leiste eingeschlagen. Wir achten darauf, aber auch hier eine entsprechend große Dehnungsfuge einzuhalten. Um das Panel nicht zu tief in die Leiste einzuschlagen, zeichnen wir uns die Eindringtiefe mit Bleistift an. Der Versatz einzelner Paneele sollte 30 cm bis 40 cm betragen. Dies erhöht die Stabilität der Paneele und sorgt für eine ansprechendere Optik. Da der Rest des Panels der jeweiligen Vorreihe an der neuen Reihe angesetzt wird, ergibt sich dieser Versatz meist ganz automatisch. Das letzte Panel wird eingesetzt. Ist der Laminat verlegt, müssen nur noch die Sockelleisten montiert werden. Mit Hilfe einer Kapp- und Zugsäge werden alle Innenecken und Außenkanten auf Gehrung geschnitten. Fixiert werden die Sockelleisten mit einigen Tropfen Montagekleber, Hammer und Nägel. Werden Sockelleisten gestückelt, so sollten die geraden Stöße auch auf Gehrung geschnitten werden. Dies sieht nicht nur besser aus, sondern sorgt auch für einen besseren Halt. Geschafft! Der Boden liegt, die Sockelleisten sind montiert und das Ergebnis kann sich sehen lassen.